wird auf jeden Fall schon ein ganz anderes Spiel sein als in der Regionalliga. Aber ich glaube, also ich freue mich auf jeden Fall super dolle, weil das wird halt einfach mit dem Team macht das, glaube ich, super, super Spaß, in so einer hohen Liga zu spielen und einfach zeigen, was man kann. Und ich glaube, so als Aufsteiger denkt man von uns nicht so, dass wir eigentlich was im Petto haben, aber wir sind schon echt gut, würde ich sagen. Man kann dich ja fast als Aufsteigerin bezeichnen, nicht nur im Sinne von Regionalliga als der zweiten Liga. Du bist letzte Saison ja erst zur Regionalliga-Mannschaft bei Energie gestoßen und jetzt schon wieder zweite Liga. Komischer Weg, oder? Auf jeden Fall. Ich hatte auch nicht erwartet, dass ich nochmal anfange, Volleyball zu spielen. Ich hatte ja nach meiner Verletzung eine lange Zeit Pause und deswegen bin ich dann auch nochmal zurückgekommen. War Cottbus sozusagen der Neuanfang für dich? Ja, auf jeden Fall. Es war richtig schön, neue Leute wieder kennenzulernen und so ein gutes Team direkt zu bekommen. Es war unerwartet. Dann ja wirklich eine erfolgreiche Saison gespielt, letzte Saison schon, den direkten Aufstieg in die dritte Liga knapp verpasst. Und dann die Wildcard ab in die zweite Liga direkt. Wie gut ist das Gefühl? Also ich war auf jeden Fall überglücklich und konnte gar nicht in Worte fassen, was für ein schönes Gefühl das einfach war. Und ja, es war überraschend eigentlich, ja. Und du hast ja schon mal zweite Bundesliga gespielt, richtig? Ich habe beim VCO Berlin nicht gespielt, weil ich in der Zeit verletzt war. Und genau, wir hatten da halt das Stützpunktprogramm und da war halt die erste Mannschaft in der zweiten Liga zu meinem Zeitpunkt. Das kennst du trotzdem schon einige Teams in der Liga oder ist es auch für dich komplettes Neuland? Nee, ich kenne auf jeden Fall ein paar Teams. Vor allem VCO Berlin ist ja auch immer noch in der zweiten Bundesliga. Und genau, ich kenne schon ein paar, weil ich komme ja auch selber aus der Region, aus Nordrhein-Westfalen und da sind halt ein paar Teams, die man kennt. Wie schätzt du denn die Liga ein im Vergleich zur Energie? Also ich glaube, die Liga an sich ist schon echt gut, aber dadurch, dass jetzt eigentlich die Besten von der Liga so aufgestiegen sind in die zweite Liga Pro, ist, glaube ich, so das Niveau eigentlich schon mehr ausgeglichen. Auch das die Chance für Energie, die Klasse zu halten? Die Klasse zu halten auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch eins unserer größten Ziele. Und ihr habt ja nicht nur neue Spielerinnen, die noch dazukommen für die zweite Liga, sondern auch einen neuen Trainer. Wie ist es denn mit ihm? Mit Victor ist echt cool. Hätte ich nicht erwartet, weil er ja eigentlich mehr aus dem Männervolleyball kommt. Und ja, wir haben uns gut kennengelernt und schon gut miteinander eingespielt, würde ich sagen. Ist das Trainingsniveau jetzt auch mal ein anderes? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja so ein konstantes Level eigentlich immer im Training. Und jetzt will man halt sich ein bisschen besser präsentieren. Deswegen steigt die Leistungsfähigkeit auch noch mal ein bisschen an. Nein, genau, eure Kapitänin hat schon erzählt, nächstes Wochenende ist das erste Turnier, was ansteht. Oder erste Testspiel, so rum. Und dann geht es ja langsam in die Folge. Im September ist dann Liga-Auftakt. Kribbelt schon ein bisschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon richtig aufgeregt und wir freuen uns auch vor allem auch schon auf Samstag, so, um zu sehen, wo wir halt gerade stehen. Ja. Und ja, dann geht halt noch ein bisschen das Training weiter und dann am 16. ist unser erstes Spiel. Wie voll willst du die Halle haben bis dahin? Ausgebucht, würde ich sagen. Du bist die Zuspielerin im Team, das heißt, du bist eigentlich dafür zuständig, dass Angriffe ordentlich laufen. Wie wichtig ist denn das, jetzt auch in der neuen Liga da gleich ordentlich einzuschlagen? Ich glaube, dadurch, dass ich ja dann immer so das Spiel so bestimmen kann, wo es lang geht und so, würde ich sagen, dass es schon, also ich fühle mich an meiner Position auf jeden Fall wohl und dass ich da auf jeden Fall versuche zu performen. Es sollen ja noch einige neue Spielerinnen dazukommen, sicherlich auch aus dem Raum Berlin, wo du ja auch wohnhaft bist. Wie groß ist denn die Hürde, quasi in Berlin zu arbeiten? Das ist ja immer noch ein Amateursport, nach Cottbus Training, nach Cottbus Turniere, Spiele und dann noch Auswärtsspiele in halb Norddeutschland mitzumachen. Ja, also dadurch, dass ich jetzt erstmal ja auf dem Internat gewohnt habe und eigentlich dort kein Training hatte, war es eigentlich immer sehr entspannt wegen der Schule. Ich habe ja gerade das Abi gemacht. Und deswegen, ich fange erst ab Oktober an zu studieren und dann muss ich halt gucken, wie es dann halt wird. Aber ich habe ein Vollzeitstudium, aber ich glaube, das wird bis 16 Uhr gehen und dann ab Training wird auf jeden Fall eine Priorität sein. Da gibt es ja vielleicht auch Fahrgemeinschaft mit den neuen Spielerinnen bis Cottbus, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt, glaube ich, schon drei aus Berlin. Na, um die neuen Spielerinnen kümmern wir uns nächstes Mal, wenn die Namen ordentlich feststehen und alles, und wir sehr gespannt drauf. Wie sehr freust du dich auf die Saison? Klassenhalt, klar, so wie das Ziel. Es wird nicht so ein Durchmarsch oder so eine erfolgreiche Saison wahrscheinlich wie die Regionalliga-Saison, logischerweise. Aber ohne da Enttäuschung aufkommen zu lassen, weil nach so einer erfolgreichen Saison ist es dann immer schwierig, wahrscheinlich in so einer Liga irgendwie noch dann auch Motivation die ganze Zeit zu haben, weil man ja auch sicherlich einmal richtig Bälle fressen muss. Ja, auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall schon ein ganz anderes Spiel sein als in der Regionalliga. Aber ich glaube, also ich freue mich auf jeden Fall super dolle, weil das wird halt einfach mit dem Team macht das, glaube ich, super, super Spaß, in so einer hohen Liga zu spielen und einfach zeigen, was man kann. Und ich glaube, so als Aufsteiger denkt man von uns nicht so, dass wir eigentlich was im Petto haben, aber wir sind schon echt gut, würde ich sagen.